Servus und grüßt euch alle miteinander. Ihr seid richtig bei einer neuen Folge Pokémon Gold, das ich ursprünglich im Abonnenten-Special mal begonnen habe und jetzt vielleicht ein bisschen weiter spiele. Mal schauen, was halt so in Zukunft sich ergibt. Es ist ganz entspannt. Ganz entspannt, wie ich jetzt da auf dieser Route losgehe. Ich möchte ein bisschen Pokémon-Abenteuer erleben. Hey, ein Taubsi. Ein wildes Taubsi. Level 3. Das haben wir sogar schon. Der Bazi. Also, liebste Freunde, das Ganze liegt schon ein bisschen zurück. Das war nämlich das Abonnenten-Special zum 10. Abonnenten, soweit ich mich erinnern kann. Ich glaube schon, ja. Und damals haben wir 2 Folgen aufgenommen. Es war ein bisschen rumstrawanzt. Am Anfang nur zu zweit. Der General Wasti und ich haben auch die Verlosung gemacht. Und dann am Schluss war sogar der Ritter, der Shogi auch noch dabei. Den haben wir, glaube ich, schon damals angesprochen. Das ist ein Wanderer. Spielstand gespeichert, ja. Spielstand speichern ist sehr, sehr wichtig. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, sogar am Ende noch Pokémon gefangen, wenn ich mich recht entsinne. Und ich glaube, darunter war ein Taubsi und ein Visor. Da wollten wir unbedingt aufhören und am Schluss sind wir dann gar nicht mehr zum Aufhören gekommen. Weil es so schön und so spannend war. Hey, bald steigen wir Level 9 aus. Und ich möchte jetzt nur mal betonen, das ist jetzt kein Let's Play oder... Es ist schon Let's Play, aber jetzt auch nicht so professionell. Eher so wie mein Majora's Mask Let's Play. Ein Obstbaum. Eine Beere. Wenn wir die Beere nehmen. AA steckt Beere in Itemtasche. Und wie geht das gleich wieder? Beutel. Beere. Gib. Der Bazi, eine Beere, dann hat er das Gip. Eli. Ah, das ist der Eli. Eli 1, 2, 3. Und der Mike K, der Mike Hegen, glaube ich, hieß der. So. Jetzt sind wir gleich in der Stadt. Das ist da Route 29, Rosalia City, Neuburg. Ja, ich glaube, Rosalia City heißt die Stadt. Wenn jetzt mal haben wir den. Noch verlacht, weil er ein alter Sack ist. Aber ich habe herausgefunden, wenn man mit dem länger redet und wenn er einem ein paar Tricks zeigt und vielleicht noch mehr, dann bekommt man eine Karte geschenkt. Und das finde ich eigentlich ziemlich fairen Tausch. Ja, ja, bla bla bla. Und hier kann man Pokebälle kaufen, das wissen wir ja alle noch. Ich habe schon ewig lang kein Pokémon-Spiel mehr gespielt. Ich glaube, da war ich noch ein 3 Käse hoch, als ich Pokémon gespielt habe. Zur Route 30 geht es hier entlang. Du wirst dort auch viele Trainer und ihr Pokémon treffen. Interessant. Und hier ist das Meer. Wie du sehen kannst, befinden wir uns hier am Meer. Toll. Ja, der sagt mal halt bloß so das Grundsätzliche, sowas, was halt jeder eigentlich weiß, der schon irgendein Pokémon spielt. Was sagt er denn jetzt? Hier? Ja, was ist denn hier? Das ist mein Haus. Danke, dass du mir gesagt hast. So, Präsent geben. Kartenmodul. Und jetzt kann ich tatsächlich in meinem Pokémon.com oder Pokécom eine Karte anschauen. Vielseitiger. Modulen erweiterst. So. Schauen wir uns gleich mal im Pokémon.com an. Pokécom. Hier. Karte. Ah, gut. Rosalia City. Ah, das ist meine Telefonnummer. Und hier geht's raus. Gut. Raus. So. Gut. Jetzt will ich doch als erster mal schauen. Ich glaube, ich habe noch Pokebälle. Habe ich? Nein. Da Pokebälle habe ich noch 3. Das langt ja. Aber wichtig ist jetzt erstmal, dass ich meine Pokémon heile. So schaut's aus. Guten Tag. Willkommen, die Schwester Joy. Meine liebste Schwester Joy. Ich fand die mal toll. Wobei, ich glaube, die Officer Rocky, die fand ich irgendwie cooler. Die Schwester Joy, die war so lieb. So fast zu lieb. Und das mag ich dann auch wieder nicht. So, stürzen wir uns ins Abenteuer. Gehen wir einfach mal in die nächste City. Und schauen wir, welches Pokémon uns da angreift. Schon wieder Taubsi. Die sind aber ebenfalls reich. Level 2, noch besser. Tackeln wir einfach mal. Also,
jetzt kann ich mal grundsätzlich das LP ein bisschen erläutern. Was ich vorhabe, ich habe vor, mir spezielle Pokémon so zu trainieren, die ich gern haben will. Also nicht alle, sondern nur spezielle, die dann auch vielleicht Teil meines Teams werden. Das ist aber oft nicht gesagt. Also das mache ich ganz spontan eher. Und die meisten Angriffe von Pokémon, die werde ich mit Fluchtseilen ab, habe ich mir gedacht. Ein Saftkorn. Was habe ich denn für Pokémon? Wenn ich einen Raupi hätte, dann würde ich mir jetzt das Saftkorn einfach fangen. Aber das ist Level 4, das ist nicht wert. Komm. Ein Saftkorn. Früher haben das die Leute im Bus, also die Bläden, die haben früher Saftkorn dazu gesagt. Dabei war es ein Saftkorn. Was auch immer, also meistens haben ja die Pokémon irgendeinen Ursprung. Also die Namen ist irgendwie, den kann man irgendwo ableiten. Zum Beispiel Dabazi, kann man vom Dabazi ableiten. Nein, ich glaube, wie heißt der? Feuerriegel. Feuerriegel heißt das Pokémon. Hey, ein Volltreffer. Feuerriegel heißt das Pokémon, das ist ein Feuerigel. Klar. Und das sagt dann auch ein bisschen was über das Pokémon aus. Ein Saftkorn ist vielleicht ein Konkon. Ein Kon, also müssen wir es eher Saftkorn aussprechen. Aber das hört sich dann eher wie an wie Saft-Arschloch. Weil Kon ist ja französisch für Arschloch. Und ich weiß nicht, ob das im Sinne des Erfinders ist. So, hier sieht man mal wieder Taubsis. In Zukunft will ich die alle abwehren, vor allem in Höhlen. Reg mich die so wahnsinnig auf, diese doofen Pokémon. Vor allem, wenn ich es mal halt einfach nicht fangen will oder schon hab, dann brauche ich da nicht immer die in diese Pokémon kämpfen, die mir eh keine Erfahrung geben. Und gerade am Anfang ist die Erfahrung wichtig. Da muss man sie hochleveln. So, was bist du für einer? Jeden macht das Kämpfen Spaß. Da hat er recht. Hey! Ich habe verloren. Ich muss noch mehr Pokémon fangen. Warte, du siehst schwach aus. Lass uns kämpfen. Das ist aber ein charmanter Hundling ist das. Sag, du siehst schwach aus und deswegen muss man jetzt kämpfen. Teenager, ja, ein Teenager. Die haben noch keinen Anstand und keine Manieren. Und der hat einen Radfratz. So. Manche glauben ja, manche sagen ja zudem tatsächlich Ratzfratz. Das habe ich erst kürzlich gelernt. Ich habe zudem schon immer Radfratz gesagt. Es waren wahrscheinlich dieselben, die zum Saftkorn Saftkorn sagen. So, Tackle. Aber mir fehlt ja noch gar nichts, weil ich habe ja eine Beere im Gepäck. Hey. Das sieht man mal den Unterschied zwischen wilden Pokémon und Pokémon im Kampf. Das kann ich mal kurz erläutern für die, die kein Pokémon kennen. Im Kampf haben die Pokémon mehr drauf, sind stärker. Ich glaube, den Julian, den kann man ansprechen. Ich benötige mir Pokémon zum Kämpfen. Ich werde mir welche fangen. Wow, du bist ziemlich stark. Gibst du mir deine Telefonnummer? Ja, komm, gib mir mal die Telefonnummer. Zwar kein Mädchen in dem Club, sondern das ist der Julian. Aber vielleicht ist unser Hauptcharakter vielleicht ein bisschen homosexuell. Könnte er sein. Und er sagt halt dann, oh, gebe ich dir die Nummer. Pokémon im Kampf sind stärker als die im hohen Gras. Und deswegen geben die mehr Erfahrungspunkte. Selbst wenn es dieselbe Level haben, selbst wenn es dieselbe Pokémon sind, die haben einfach höhere Erfahrungspunkte, die sie dann droppen. Der Burkhard. Wenn man so heißt, da braucht man keine Feinde mehr. Taubsi Level 2. Ich erzittere wie Espenlaub. Der Wahnsinn. Vor allem es zieht man ganze 2 Punkte ab mit dem Volltreffer. Heißt, Volltreffer ist immer, kann ich auch noch sagen, Volltreffer ist, da wird der Schaden verdoppelt. Also wenn man eigentlich 40 Schaden macht, dann macht man plötzlich 80 Schaden, wenn man einen Volltreffer hat. Das ist ganz random, ganz zufällig. Nee, Pokémon wechseln. Ganz zufällig. Aber die Chance kann man, glaube ich, durch auch sämtliche Sachen erhöhen. In späteren Editionen, glaube ich, gab es da mal Items. Aber da fragt sie den Falschen, weil, hey, jetzt heilt er sich mit Beere, oder? Genau, Bazi heilt sich mit Beere. Tollo. Also was ich mir für den Part gedacht habe, ich möchte nur in die nächste Stadt. Das wäre doch ein toller Anpeilungspunkt. 64 Poké-Dollar.
Wenn man Gegner besiegt, dann kriegt man die Hälfte des Vermögens von denen geschenkt. So, der mal Nummer Beere geben, Bazi Beere geben, gib Bazi. Ja. Da kriegt man die Hälfte des Geldes. Also wenn die mich besiegen würden, müsste ich die Hälfte meines Geldes denen geben. Eigentlich knallhart. Aber so ist halt die Pokémon-Welt. Knallhart. So hart wie dieses Saftkorn. Eine tolle Überleitung. Wie dieses Saftkorn. Das leider nur eine Attacke kann, nämlich Härtner. Und Härtner ist eigentlich eine interessante Attacke, denn sie kann erstmal keinen Schaden machen und man verliert den Kampf ganz sicher, wenn man keine Angriffsattacke hat, so wie dieses Saftkorn. Aber ich glaube, das Saftkorn gibt viele EPs, weil es schon auf der nächsten Entwicklungsstufe ist. Es war nämlich ursprünglich ein Raupi und das hat sich irgendwann entwickelt im wilden Gras. Vielleicht, das war die Selektion, die natürliche Selektion und du greifst mich gar nicht an. Ich bin kein Trainer. Wenn du ihm in die Augen siehst, dann bereite dich auf einen Kampf vor. Ja, ja. So, das ist 100% Trainer, oder? Hallo? Ja, immer wenn Aufrufezeichen passiert, dann fangen die Trainerkämpfe an. Trainer, Käfer, Pokémon. Jetzt werden wir doch ein Raupi mal sehen. Ein Käfersammler. So schaut er nämlich aus. Mit dem Käfersammler. Uli, der Uli. Kannte mal auch einen Uli. Der, glaube ich, Medizin studiert. Oder Uli, wie der heißt. Aber den ich kannte, der hieß Uli. Der Medizinstudent, der müsste eigentlich schon fertig sein. Vielleicht sieht er sich die Folge an und denkt sich, ein Hund ist ja schon der Ritter Kuniwert von den YouTubern. Jetzt macht er nämlich aus einem Abonnenten-Special, macht er ein kleines Let's Play. Schon wieder ein Raupi. Und ich möchte nicht mein Pokémon wechseln. So, Raupi Uli setzt den Käfersammler in den Kampf ein. Habe ich gerade gelesen. Ein bisschen doofsinnig. Aber ich habe jetzt gerade nämlich schon eine Minecraft-Aufnahme hinter mir, nämlich die Aufnahme, die ihr vielleicht beim nächsten Mal erst seht, weil ich glaube, die Folge Pokémon hau ich nächsten Sonntag raus. Und da habe ich jetzt leider schon die Folge für nächsten Mittwoch aufgenommen. Also, Zukunft. Was ich damit sagen will, ich darf jetzt den Inhalt nicht verraten. Ach Mama, was machst denn du schon wieder? Hallo? Ah, ich hörte von Professorin, dass du auf einer langen Reise bist. Ich wünschte, du hättest mir davon erzählt. Wie steht's mit Geld? Soll ich für dich sparen? Nein. Das mache ich selber. Ich habe dein Geld zu sparen. Mach weiter so. Ich drücke dir die Daumen. Wir wollen doch nicht Geld bei der Mutter sparen, sondern das direkt in Aktien anlegen. Die steigen ja zurzeit. Also heute am heutigen Tag, heute ist Montag, heute ist Saftkorn Level 6. Heute ist Montag und da ist der DAX schon wieder gestiegen. Der ist nur noch am Steigen, weil jetzt ist endlich diese Griechenland-Krise zumindest ein bisschen entschärft. Und im Moment, also in dem Moment, wo aus einer Lage, also wirtschaftlichen Lage, die Schärfe, die Unsicherheit genommen wird. Hey, 10 Tackles bloß noch, jetzt muss ich wirklich bald. Eieiei, weil sonst habe ich keine Attacken mehr. Diese Härtner, die machen mich komplett verrückt. Jetzt muss ich wirklich mich beeilen, nicht, dass ich keine Attacken mehr habe. Da muss ich zukupfen. Und beim nächsten Mal flüchte ich einfach gegen so ein Saftkorn. Weil das hat ja keinen Sinn. Da verbrauche ich einfach nur meine AP. Also meine Attackenpunkte. Sogar schon Level 11. Also was ich sagen will, in einer Situation, in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation, viel Unruhe ist, dann ist der Markt, ein Raupi. Das haben wir noch nicht. Aber ich muss dich leider jetzt laufen lassen. Es tut mir leid, ich habe zu wenig Attacken und ich weiß nicht. Oh, das wollte ich jetzt fangen. Was sagst denn du? Das ist kein Trainer, weil Trainer läuft nicht rum. Dunkelhöhle. Wenn ein Pokémon für Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen. Ja. Braucht man den VM Blitz oder so. Gegengift, toll. Genau, und die Situation ist jetzt gerade eben eingetreten. Griechenland-Krise hat sich ein bisschen entschärft und schon plötzlich geht es mit den Aktien wieder hoch.
Deswegen brauchst du, liebe Mutti, mein Geld nicht sparen, das investiere ich selber schon. Lass uns kämpfen, sagt er. Der Käfersammler Jürgen. Greg. Raupi in den Kampf. Level 2 Raupi. Na toll. Ich habe noch genau 6 Tackles. Hoffen wir es einmal, das langt. Bitte, bitte. Oh nee. Ja, da muss ich jetzt ein anderes Pokémon einsetzen. Weil sonst langt es mir nicht mehr. Sonst kann ich nichts mehr besiegen. Da der mal Eli einsetzen. Das ist nämlich ein Visor, glaube ich, oder? Mach es fertig. Ganz schön brutal. Hey, Tackle. Und das Visual kriegt erstmal 2 Schaden. Es schlug fehl. So, Eli. Ging daneben. Warum geht es daneben? Ich verstehe es nicht. Ist es denn so schwach, das Eli? So, Elimon. Greif an. Wurde besiegt. Da war die 10. Eli erhält auch 10. Und kriegt schon mal fast das Hälfte vom Level geschenkt. Setzt Raupi ein. 9, der machen wir nicht. Jetzt werden wir mit Eli wieder Schaden machen. So. Eli, machen wir Schaden. Schön. So, das langt. Denn jetzt kann ich wieder Pokémon wechseln. Das kann man nämlich auch. Ohne, dass man gefragt wird. Aber dann hat man halt den Zug verloren. Für alle, die Pokémon nicht kennen, gibt es ja bestimmt einige. Wenige. Es ist mickrig. Tackle. Tot bist du, scheiß Raupi. Der Bazi, Eli hält 10, Eli erreicht Level 3. Noch was. Käfersammler setzt Hornliu ein. Nein, Hornliu ist auch ein Käfer-Pokémon. Das ist ja richtig spannend jetzt. Weil wenn ich meine Tackles nicht mehr einsetzen kann, eieiei, hab ich dann Angst. Giftstachel, eieiei. Hoffentlich, ach Gott sei Dank, vergift's nicht. Tackle. Das wäre da richtig spannend bis zum Schluss noch. Ihr müsst wissen, wenn man keine Attacke mehr hat, die man einsetzen kann, dann gibt es so Verzweiflungshieb. Aber ich habe noch andere Attacken, weil es sind keine Angriffsattacken. Ja, der mal wechseln. Gehen wir mal auf Eli. Der hat sich bisher bewährt. Das ist ein ganz netter Typ, der Eli. Und Raupis, das sind jetzt nicht so die Schwierigkeit für den Eli. Der ist jetzt sogar ein Level höher. Den müsst ihr eigentlich platt machen. So, Eli. Nochmal Tackle. Das machst du jetzt ganz allein, Eli. Eli 1, 2, 3. Volltreffer, da hat man wieder gesehen. Viel abgezogen. Tackle und hoffentlich kein Volltreffer, weil dann bin ich tot. So. Ey, ey, schwieriger als ein Arena-Kampf. So schwer war das. Greg wurde besiegt. Ah. So. Gut. Ich glaube, da hinten fangen nämlich gleich schon die nächste Stadt an. Da muss ich noch hinkommen. Weil im Pokémon-Center wird nicht nur die KP wieder geheilt, sondern auch die AP, also die Attackenpunkte. Und ihr seht ja, ich habe nur noch 2 Attacken. Ich glaube, jetzt fange ich ihn einfach. Komm. Jetzt mache ich einen Tackle. Dann ist er rot. Auch nicht. Jetzt tue ich mein Visor einsetzen, dass er schwächen soll. Ist es kompliziert heute. Wisst ihr was? In dieser Folge gehe ich gar nicht mehr in diese Stadt rein. Ich fange das Raupi stattdessen. Wenn ich es fange, dann beende ich die Folge. Das ist doch auch was, oder? Dann habt ihr noch einen schönen Sonntag und ich habe ein Pokémon mehr. Nein! So ein Scheiß. Alter, das wollte ich gar nicht. Jetzt ist das schon Level 4. Das blöde Viech. Alter. Gut, dann fange ich es doch nicht. Oder? So, letzter Versuch. Raupi Level 5. Michlaus der Affe. Tackle. Und? Im grünen Bereich. So, jetzt kommt mein Visor zum Einsatz. Mein Eli-Tausch. Komm. Die fange ich jetzt und dann ist die Folge beendet. Aber Ehrenwort. Weil ich kann ja unsere Zuschauer da jetzt nicht belügen. So, Tackle, komm. Für alle Leute, es gibt auch noch andere Attacken. Außer Tackle. Aber die zeige ich jetzt nicht.
Weil ich noch keine andere Attacke kann. So, hoffentlich mache ich das jetzt nicht fertig dabei. Ah, scheiße. Na toll, haben wir es mal wieder gesehen. Es hat nicht sollen sein. Es hat nicht sollen sein, mit dir rede ich noch. Ich habe ein gutes Pokémon in der Dunkelhöhle gefunden. Ich ziehe es groß und später gegen Falk anzutreten. Er ist der Arenaleiter von Viola City, da müssten wir jetzt hin. Und wie dieses Viola City aussieht, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Stunde, Nacht, fragen wir nicht. Einfach was ganz Schönes wünsche ich euch. Und sagt pfiat euch, servus, kommentieren, favorisieren, abonnieren und immer ganz nett sein. In den Kommentaren bitte nicht haten, dass wir jetzt Pokémon spielen. Seid einmal besonders. Also dann, pfiat euch, servus, bis zum nächsten Mal.